Für viele Unternehmer dies und jenseits der Oder ist der Fluss mehr Herausforderung und Chance als eine Grenze. Sie verstehen sich dabei nicht nur als Mittler zwischen den verschiedenen Branchen und Kulturen. Allein im östlichen Teil Brandenburgs haben sich inzwischen mehr als 800 Firmen mit polnischen Inhabern oder Gesellschaftern niedergelassen. So wie die Firma SK Diamond. Die einstige deutsch-polnische Grenze nahe Stettin passiert Steffen Knaute regelmäßig. Auch wenn nur noch die grünen Baracken links und rechts der Landstraße an einen Grenzübergang erinnern. Seit mittlerweile 15 Jahren fährt der Schweter mehrmals wöchentlich nach Stettin, um seinen Geschäftspartner Bogdan Debowski zu treffen. Ganz selbstverständlich. Steffen Knaute ist Inhaber der Werbedruckerei SK Diamond. Wir bedrucken eigentlich alles, was irgendwie bedruckbar ist. Die Frage ist nie, was bedrucken wir, sondern die Frage ist eher, was bedrucken wir nicht. Und da fällt mir ehrlich gesagt nicht viel ein. Die beiden Männer verbindet zum einen das gleiche Geschäftsfeld, nämlich das Bedrucken verschiedenster Gegenstände, zum anderen aber auch eine langjährige Freundschaft, die sich durch gemeinsame Projekte entwickelt hat. Bogdan Debowski ist wie Steffen Knaute in der Werbebranche tätig. Aufträge, die der eine nicht ausführen kann, erledigt der jeweils andere. Ihre Maschinen haben die beiden komplett aufeinander abgestimmt. Die Grenznähe ist der Standortvorteil in meinen Augen. Wir haben als Schwedt, für Schwedt wird ja immer gerne gesagt, dass die Region nur ein Halbkreis sei, nämlich nur die deutsche Seite. Das sehe ich komplett anders. Wir haben auch ein polnisches Hinterland. Man kann ja hier in Schwedt mal ins Oder-Center gehen. Die Hälfte der Kundschaft dort stammt aus Polen. Und diese Nähe zur Grenze ist eben auch der größte Standortvorteil. Ein weiterer großer Standortvorteil von Schwedt ist die unmittelbare Naturnähe hier. Zu Knautes Kunden gehören überwiegend Industriekunden wie das PCK in Schwedt. Aber auch Privatpersonen finden den Weg in den Ausstellungsraum des kleinen Unternehmens. Hier werden sowohl T-Shirts und Handtücher als auch Kugelschreiber und Zollstöcke bedruckt. Für die Schweizer Bergwacht werden diese Zeckenkarten bedruckt, nach einem ganz modernen Verfahren, dem UV-Druck. Steffen Knaute ist bekennender Europäer, mit allen Vorzügen und Nachteilen, die diese Allianz mit sich bringt. Die Europäische Union ist ein Glücksfall für Europa als Kontinent und als Vielvölkerkontinent. Ohne die Europäische Union wären wir wahrscheinlich nicht da, wo wir sind. Das ist vor allem eine gute Handelsunion und daraus resultierend dann eine gute Völkerverständigungsunion. Auch mit der polnischen Stickerei Grafik Trykot Arne Karlsson arbeitet Steffen Knaute seit vielen Jahren zusammen. Wenn Kunden eine Bestickung wünschen, setzt der Schweter auf das Know-how von Grafikerin Blanka Konaczewska. Man kennt und schätzt die Arbeit des anderen. Hier wird der Gedanke von einem gemeinsamen Europa gelebt.